Okay, nochmal abspeichern und einen Fähigkeitspunkt. Wir hatten ja gleich zwei. Was machen wir jetzt? Ich wollte das sagen, oder? Stellen einer Lebensverbindung. Nee, das. Und gleich machen wir das und dann machen wir hier drüben weiter. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und nochmal ganz kurz abspeichern. Weil das ganz cool ist. Da oben ist eine Fähigkeitszelle. Okay. Und jetzt kommt gleich eine beschissene Stelle, an der ich mich noch gut erinnern kann. Der Gummo, den tun sie natürlich nichts. Aber uns werden gleich diese blöden Viecher etwas tun. Hier unten sind jetzt Löcher von denen. Und wir müssen sie praktisch nacheinander befreien. Warte mal, erstmal, was gibt es denn hier unten? Ah, da gibt's so ein Vieh. Ich habe dich nicht gesehen, weil du dich im Gras versteckt hast. Dornsumpf, Mondgrotte. Das Wasser ist hier auch vergiftet, ja? Aber wir kommen trotzdem nach da drüben. Okay, was befindet sich denn dort? Dort. Sollten wir da hin? Na, da kommen wir sowieso nicht weiter. Habe ich schon auf der Karte gesehen, weil man dort nach unten irgendwie sich durchbrechen muss und das können wir leider noch nicht. Ich mach mal ganz kurz hier. Da. Weil Speichern ist wirklich was sehr Wichtiges in diesem Spiel. So, du musst das da unten freibomben, denn dein Kumpel kann jetzt das da freibomben. Und dann kannst du wiederum das hier freibomben. Und du kannst wiederum, wenn du mal rauskommen würdest, das da freibomben. Ja, das ging doch besser, als ich dachte. Ich habe mich da total blöd angestellt bei meinen Durchspielen. Das war schon blöder als blöd. Und die Mondgrotte. Ja, ein schon sehr gefährlicher Ort, denn die Laser, die ihr da seht, machen One-Hit. Zumindest haben sie das. Aber ich denke mal, die werden es immer noch machen. Und das ist immer total knapp. Befindet sich da oben irgendwas? Theoretisch, ja, da dürften wir aber noch nicht hinkommen, weil wir noch nicht so weit springen können. Boah, das ist jetzt schon, ne? Wir müssen da an der Wand lang. Okay, ich sammle gerade Tode. Ich möchte das so. Ach, Ori, halt dich doch bitte da fest. Ist das denn so schwer? Kannst du dich nicht bitte da festhalten? Gab es nicht hier irgendwo sogar einen Stein? Nee, anscheinend nicht. Ich dachte, hier gab es irgendwo einen Stein. Hä, das ist doch. Hä, wir müssen doch hier lang. Das gibt's doch nicht. Gehen wir halt mal da hoch, mal da gucken, was dort ist. Nee, wie gesagt, da kommen wir noch nicht weit. Ah, das ist doch. Wir haben 8 Tode gesammelt. Wow. Wir haben 8 Tode in jetzt schon im zweiten Part. Toll. Wie soll denn. Kann mir mal jemand erklären, wie das gehen soll? Ja, wieso nicht vorher, Ori? Weil so soll das gemacht werden. Dass man da, wie Gummo, der ist ja da auch einmal zwischen, dass man da stehen bleibt. Da, ich muss mal speichern. Ne, da oben kommen wir auch noch nicht. Da oben gibt es einen Fähigkeitenpunkt, den wir noch nicht bekommen können. So, die Spinne können wir auch kaum besiegen. Wir gehen am besten weiter mal nach unten. Das hier ist, glaube ich, ganz, ganz zum Schluss erst was. Also sehr viel gibt es hier noch zu tun, auf jeden Fall. Noch ein paar Energiezellen. Der weitere Teleporter. So, Spielcode speichern. Und heilen. So, dann hätten wir den auch. Theoretisch wollte ich das sogar fast gerne jetzt schon ausprobieren mit dem Teleportieren. Aber ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Wir können ja theoretisch immer wieder zurück. Okay, der Gummo geht immer weiter runter. So, die Dinger fallen runter. Die da wollen uns so töten. Alles will uns einfach töten. Mal gucken, ob der Gummo uns auch töten möchte. Ich denke ja mal schon irgendwie. Ist das hier eigentlich gerade so ein richtiger Weg? Ach so, jetzt kommt etwas, was eigentlich sehr, sehr cool ist. Ja, das müssen wir. Na, so habe ich das jetzt nicht gemeint, dass es cool ist. Nämlich jetzt kommt eine Stelle, wo wir uns ein, zwei Errungenschaften abholen können. Entweder eine oder zwei.
Und das möchte ich euch gerne zeigen. Ich sollte aber vorher speichern. So und so. Okay, komm. Okay, so war das nicht geplant. Wo bin ich denn? Ach so, ich bin da. So, und zwar muss der hier... Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Nein, bitte nicht. Ich habe aber die beiden Errungenschaften bekommen. Weil einmal muss er sich selber umbringen. Also eine Errungenschaft ist, glaube ich, dass das Vieh sich selber umbringen soll. Und halt einmal erstampft, dass man einen Gegner erstampfen lässt. Wieso nicht gleich vorher so? Aber ich glaube, ich soll hier noch gar nicht lang. Ich soll eigentlich weiter nach unten. Ich gehe jetzt einfach trotzdem mal hier lang. Das Vieh können wir sowieso später noch besiegen. Von daher... Ach, ich vergesse immer diese zweite Presse da. Ich bin zu blöd, dass ich das immer vergesse. So, wir kommen da gerade so durch. Ach, trotzdem, wir sollen hier, glaube ich, nicht lang. Nee, da kommen wir, glaube ich, auch nicht weiter, oder? Kommen wir da weiter? Soll ich hier lang? I don't know. Doch, schon wieder so eine Presse. Ah, da kommen wir. Warte, doch. Da sollen wir nämlich so rankommen. Einfach an diesen Ding, was dann wieder hochgeht, ran und so haben wir eine weitere Energiezelle. Okay, 3 haben wir von 15. Ja, sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Wir sammeln uns immer mehr. So, da ist wieder... So, am besten das Ganze so machen. So ist es relativ... nicht getroffen zu werden. Na, die Gegner halten doch hier schon mehr aus. Ich glaube, ich soll hier noch nicht hin. Ach, ich bin hier. Ja, nee, das bringt mir nicht sehr viel. Weil ich ja sowieso keine 4 Energiezellen bei mir tragen kann. Deswegen hau ich mal ganz geflinkt hier wieder ab. So, 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 so und du, ciao. Kurz mal wieder speichern. So, und weiter geht's. Wir haben einmal einen Fähigkeitenpunkt. Und das machen wir mal... Das machen wir mal so. Ich möchte mehr Lebenspunkte einsammeln. Weil das Leben ist halt hier in diesem Spiel schon wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn man nicht darauf achtet, kann man wirklich immer sehr oft sterben. Gerade weil auch viele Dinge One-Hit machen. Daran kann man ja sowieso nichts ändern. Also wenn man volles Leben hat und trotzdem von diesem Strahl oder erquetscht wird, ist man One-Hit. Na, ist ja eigentlich auch klar, oder? Wenn man so erquetscht wird, dass man One-Hit ist, wäre ja im echten Leben nicht anders, oder? So ein bisschen würde ich mal das denken. Dass das nichts anderes wäre. So, hier aufpassen. Hier können wir weiter. Da können wir 2 einsetzen. Und so öffnet sich das. Dann hätte ich das auch mal gezeigt. Und nach links geht es jetzt weiter nach unten. Da müssten wir, glaube ich, hin. Und hier drüben. Ist das dein Ernst? Er hat uns eine Falle gestellt. Grumos Versteck. Aber hier ist ein Kartenstein-Ding. Okay, jetzt sind wir von ganz oben nach ganz unten gefallen. Jetzt müssen wir uns irgendwie nach oben arbeiten. Okay, was hat er nur vor? Ich weiß nicht, was er vorhat. Okay, jetzt kommt so eine Chose hier. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zerquetscht werden. Sowas gibt es ja auch schon bei Mario, daran kann ich mich noch erinnern. Da oben muss auch irgendwas geben. Was ist denn jetzt hier los? Hier gibt es doch vielleicht eine... Da hinten ist eine Fähigkeitszelle. Da unten. Wie komme ich da hin? Na, am besten so, ne? Ja, dann hätten wir das. Vielleicht gibt es da drüben noch mehr. Da drüben gibt es einen Schlüsselstein. Den können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Naja, ich denke mal, dass wir den gebrauchen können. Kurz mal hier hoch. Da oben ist wieder so ein blöder Gegner. Deswegen speichere ich mal ganz kurz das Spiel. Boah, der kommt direkt auf mich. Okay, alles ist gerade gegen mich. Genauso wie das Ding. Okay, wir brauchen 2. Ah, was, verdammt. Das heißt, wir müssen sowieso noch mal nach hier. Ach, und das finde ich jetzt fies. So, und... Ah, komm. Ach, gut. Gut, dass ich das geschafft habe. Wir müssen hier sowieso bald nochmal hin, wenn wir das andere Fragment auch noch haben. Nach da oben sollten wir noch nicht kommen. Nope. Dann gehen wir weiter. Nur mal ganz kurz gucken, wie wir jetzt wieder hier rauskommen. Na, eigentlich den Weg, den wir jetzt hierher gekommen sind. Aber die Grotte ist wirklich schon sehr gefährlich. Also es waren wirklich hier schon Stellen, wo ich mega gesackt habe. Und weiter geht's nach unten. So, so. Ist da drüben irgendwas? Nein, ich glaube, da gibt's nichts. Nur ich weiß hier, dass es das Kartenfragment hier gibt. Ja, ich weiß, was es momentan schon ist.
Da drüben sind noch diese ekelhaften Spucker. Kann man aber ganz einfach so besiegen. Was gibt's denn hier? Ach so, ja, es gibt einen Bosskampf. Ganz vergessen. Es gibt den Bosskampf, kurz speichern. Und zwar gibt es hier so ein Viech von denen, die wir eben schon gesehen haben. Nur das kann schweben und greift uns an. Aber warte mal, wir machen doch kaum Schaden. Das macht doch gar keinen Sinn. Obwohl, wir können mit unseren Energiezellen ein bisschen spielen. Naja, aber so viel Schaden macht das jetzt auch nicht. Also ich glaube, wir sollten das erst eigentlich später machen. Ich muss nur versuchen auszuweichen, denn wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben zwar nur noch eine Lebenszelle, aber trotzdem sollten wir das irgendwie hinbekommen. Ja, komm, der ist doch fast down. Und er ist down. Was bekommen wir dafür? Ach, wir müssen... Nee, wir mussten das sogar machen. Ja, es gibt natürlich auch Tore, wo man Gegner besiegen muss. Das gibt es ja auch in vielen verschiedenen Spielen. Das ist natürlich auch wieder mit von der Partie. So, kurz einsammeln, dann hätten wir das. Hätten wir eigentlich hier unten schon alles fast erkundet. Ja, es muss zurückrennen. Und ich möchte zur Tür, weil... Ja, ich muss da zur Tür. Auf der anderen Seite, da können wir, glaube ich, nicht drüber springen. Nee, wir gehen zurück zur Tür. Wir gehen nicht wieder komplett zurück, wo wir runtergefallen sind. Einfach nur zur Tür. Das war nicht meine Absicht. Okay, nächster dummer Tod. Das war wirklich ein dummer Tod. Hätte nicht sein müssen. Aber okay. Das ist doch so einfach hier. Wieso sterbe ich hier? Okay, ich bin hier sehr, sehr oft gestorben in meinen Durchspielen. Das kann ich mal so sagen. Ich kann euch ja immer Stellen sagen, wo ich oft gestorben bin. Und das war zum Beispiel eine Stelle davon. So, kurz hier durch, da durch und dort hoch. So, wieder ganz viele Selbstmörder. Muss nicht irgendwie jetzt noch sterben. Nein, okay. Das haben wir gleich mitgeöffnet. Und mehr sollte es hier eigentlich auch nicht geben. Dann gehen wir weiter. Kurz speichern, denn das ist wie gesagt immer sehr, sehr wichtig. Das war nicht meine Absicht. Was gibt's denn hier? Was ist denn hier hinten? Was, ihr versteckt bloß so ein kleines Ding da? Mehr nicht? Nö, anscheinend nicht. Hab keinen Bock mehr. Vor was anderes. Hieran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, das gab's auch im normalen Spiel. Das sollte eigentlich noch kein Zusatzinhalt sein. Dieses ganze giftige Wasser wieder hier. Hier, diese Viecher. Wo ist denn Gumo nur jetzt hin? Da, der Viech schon wieder. So. Die sehen aber irgendwie auch voll komisch aus. Hä? Was für ein Bug ist denn das bitte? Der ist einfach in die Erde geglitscht. Der ist einfach in die Erde geglitscht. Was? Okay, der ist einfach in die Erde geglitscht und springt da jetzt die ganze Zeit hoch und stößt sich über den Kopf. Ernsthaft? Och Mann, was will. Das ist doch eine überarbeitete Version. Wieso kann man sowas nicht verhindern? Und das jetzt schon in Part 5 müsste das sein. Ein Stammbaum. Leru lag hier. Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. Ich kann es auch noch nicht glauben. So, weitere Fähigkeit. Was bekommen wir jetzt? Ich hoffe ja das, was ich gerne haben möchte. Ja, den Doppelsprung. Mit Space, also mit Leertaste, um in die Luft zu springen. Und dann nochmal erneut Leertaste drücken, um Doppelsprung auszuführen. Ja, damit haben wir schon sehr viel geschafft. Und dich lasse ich mal da unten in Ruhe. Weil das willst du doch, glaube ich, oder? Wir können ihn aber auch nicht besiegen. Wir können ihn noch nicht mal befreien. Okay, will ich den auch befreien? Jetzt können wir uns aber mit dem Doppelsprung schon einige Sachen mehr holen. Jetzt ist zum Beispiel das Floß weg. Damit können wir einige Sachen mehr machen. Ah, Gumo, was machst du da? Ich frage mich, was der Junge da macht. War das etwas? Weil ich weiß ja nicht, was für ein Geschlecht das hat. Das kann man, glaube ich, in diesem Spiel gar nicht sagen, was irgendwie alles für ein Geschlecht hat.